willkommen bei unserem neuen YouTube-Video. Ich heiße Stefan. Ich bin Lara und zusammen sind wir Elf Freunde! So, heute werden wir Lieder übersetzen, beziehungsweise wir müssen erraten, was für Lieder übersetzt worden sind. Ist ein ganz neues Format, haben wir auch selber noch nie auf YouTube gesehen. Und du wolltest noch was sagen? Ja, ihr könnt gerne mitraten, welche Songs wir erraten. Und es gerne in die Kommentare schreiben, welche Songs es sind. Also, laber nicht so lang. Let's go. So, der Sebastian sitzt jetzt hinter der Kamera und wird bei Google Translate die englischen Songs auf Deutsch übersetzen, dass die Google-Tante uns die auf Deutsch vorliest. Und wir müssen die dann erraten, welche Songs das sind. Und das erste, finde ich, ist, glaube ich, sehr einfach. Aber wir gucken mal, wie gut ihr seid. Okay. Also, erster Song. Let's go. Und ich sagte, oh, oha, ich bin von den Lichtern geblendet. Nein, ich kann nicht schlafen, bis ich deine Berührung spüre. Das war's schon? Scheiße, ich weiß, was das ist. Ja. Was? Man musste das im Kopf irgendwie übersetzen. Kannst du nochmal abspielen? Ja, natürlich. Sie hat es viel langsamer gelesen. I can't sleep till I feel your touch. I can't sleep till I feel your touch. Ja, genau. Was ist das nochmal? Aber es ist genau die richtige Line. Ja. Ich glaube, es ist einfacher, wenn ihr dieses erste O mitnehmt. Ja. 3, 2, 1. Kein Plan. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir blenden jetzt ein und ihr habt es bestimmt gewusst. Blinding Lights by The Weeknd. Oh, ja. I'm blinding by the lights. Oh mein Gott. Yeah. Songtext in meinem Kopf, aber ich konnte ihn mit nichts verbinden einfach. Du lügst doch, Alter. Ja. Aber weil der hat das so ein prägnantes Oh. Yeah. Oh mein Gott, stimmt. Seid ihr bereit für Runde 2? Runde 2 kann beginnen, okay. Ja. Das ist alles, was wir haben. Träume von einer Revolution in unseren Köpfen. Das This ist is alles, was wir haben. Yes. Easy, Alter. Nice. Easy. Kaching. Kaching. Ein Punkt für Stefan. 1-0. This is all we got. Das war einfach, ey. Ja, siehst du? Kein Problem, Alter. Aber das dachte ich eben mit Oh. Oh. Ich rasier dich, Alter. Du hast keine Chance. Seid ihr bereit für Runde Nummer 3? Ja. Stefan führt. Let's go. Oh. Natürlich. Mein Punkt. Oh mein, es sind 1000 Meilen zwischen dir und mir. Oh mein, nur 1000 Meilen zwischen mir und dem Paradies. What the fuck? Mein. Das ist voll neu, der Song. Neu? Ja. Kennen wir wahrscheinlich nicht. Weißt du, an was mich dieses Mein erinnert? Nee. Kennst du von Nemo die Möwen? Meins. Okay, 3, 2, 1. Paradise von Medusa. Und wenn ihr das hört, kennen wir ich spiele es euch jetzt kurz ab, dann könnt ihr so darauf reagieren. Ja. Scheiße. Aber kenne ich echt nicht. Also so nicht so oft gehört auf jeden Fall. Nee. Okay. Scheiße. Entschuldigung. Nicht schlimm, wir verzeihen dir. Okay. Seid ihr bereit? Das ist, was ist das? Runde 4. Ja, Runde 4. Richtig. Yeah. Wir sind in Runde 4. Und wir haben erst einen Punkt erraten. Ja, let's go. Aus dem Saft. Saft brachte mich Codein zum Trippeln. Saft Coupé. Coupé abgeschnitten, aufgewacht. Dach fehlt. Yay, Eis. Limonade. Mein Hals tropfte Eis. Limonade. Lemonade. Mein Hals tropfte. Ja. Ah, warte, aber. Wie geht das? Das heißt aber Lemonade. Ja, es ist Lemonade. Aber du musst singen. Wie geht der Song? Von Internet. Wie geht der Song? Sing mal. Warum? Nur weil die Alte da gesagt Limonade. Ich kann auch sagen Lemonade. Egal, das war du musst wissen, was für ein Song ist. Hä, wir mussten einfach den Song erraten. Ja, dann sing mal. Lemonade. Die weiß es nämlich nicht. Die weiß nur Okay, pass auf, ich spiel es ab. Ich kann das nicht mehr. Nice. Das zählt nicht ab jetzt. Doch, okay, ab jetzt nicht. Aber du musst es auch ein bisschen singen. Du musst auch singen können. Mein. Ja, nur weil die. Ja, das ist jetzt ein Punkt, weil du ein Mädchen bist, Alter. Aber. wenn er jetzt gleich 10-mal singt, Pupsarsch, der Song ist Pupsarsch. Aber keine Ahnung, wie der Song geht. Also, ich habe einen echten Punkt, sie hat so ein Mädchen gemacht. Ich habe auch einen echten Punkt. Ja, genau. Runde Nummer 5. Let's go.
Warum bist du immer in Stimmung? Why you always in the mood? Talk around like I'm brand new. Beide. Okay. Ja, exakt gleich sogar angefangen. Das war Mut. Okay, das war Mut. Nice. Ja, kriegt beide einen Punkt. Seid ihr bereit für Runde 6? Wir sind bereit für Runde 6. Rocky auch. Runde 6 bedeutet, es ist ein TikTok-Song. Ich kenne den nicht so, aber ihr müsst ihn kennen. Okay. Weil ihr seid der TikToker. Okay. Let's go. Gute Arbeit, Curtis. Ja, ja, verdammt, Curtis Waters. Mein Junge Detsch in Kanada. Eis auf meinem Hals. Einen Scheck zählen. Eis auf meinem Hals. Eis, 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 Es Nein. war Stunning von Kurt, aber ihr kennt den Song, oder? Ja, wir kennen den Song. Ja, also es war nicht dieses Eis mit Eis. Okay, seid ihr ready für Runde 7? Ja. Let's go. Bin mal gespannt. Die anderen Faker wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Ja, komm, lass mich die Dinge wieder gut machen, die dir fehlen. Ja, weil du verbrennst und ich es schnell bekommen muss. Ja. Ja? Was? Ja! Digga, nie im Leben. Kannst du mal abspielen? Wollt ihr die erste Zeile haben dabei? Ja, ich glaub schon. Ist es dann so viel einfacher oder was? Kann ich mir nicht vorstellen. Doch, pass auf. Die labert ja komplett einen Gulasch da, die Alte. Ja! 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 Und mit dem Tipp. Ich bringe sexy zurück. Yay, die anderen. Bringing sexy back. Sexy back! Yeah. Aber singst du danach so was Schlimmes? Ja! Echt? Ja! The motherfuckers don't know how to act. Oh, come let me make up for the things you lack. Ja! Cause you're burning up and gotta get it fast. Bring to the chorus. Come help me. Und dann ist der Chorus halt immer gleich, deswegen kannst du nicht spielen. Lara hat den Punkt. Seid ihr bereit für Runde Nummer 8? Hoffentlich. Yes. Wirf es wie eine Strippin. Verdammt. Wirf es wie eine Strippin. Dreh dich um und gib ihr ein Trinkgeld. Von Chris Brown irgendwas? Nee. Ah, Mann! Soll ich euch die einfache Variante geben? Ja. Busse. Ich war schneller. Ja, okay. Aber du warst schneller. Das war schon. Ich weiß aber gar nicht, was Busse heißt. Hier heißt auf gar keinen Fall Busse. Busses. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen slangmäßig, dass sie das nicht übersetzen kann. Seid ihr bereit für Runde 9? Yes. Jeder kennt dieses Lied. Okay. Jeder. Wilde Liebe hat jemand gesagt. Savage Love. That's a body, that's a body girl. Das haben wir sogar mal übersetzt und getanzt. Ja. Wir haben das gesungen zusammen. Okay, beide stehen jetzt 4-4. 4-4. Ich würde sagen, jetzt der Entscheidungspunkt, okay. Ja? Oh nein. Oh mein Gott. Wer diese Runde gewinnt, gewinnt das Spiel. Oh mein Gott, ich will nicht verlieren. Die ersten Zeilen im Song und die sind so richtig prägnant. Let's go. Schwarze Lederhandschuhe, keine Paillettenschnallen an der Jacke. Es ist allig scheiße. Nike Crossbody hat ein Stück drin. Was? Ihr kennt alle dieses Lied. Ihr kennt. Nochmal. Ich kenne das Lied, aber ich weiß nicht, was es ist. Es hört sich an, als wäre das von Shirin David oder so, Alter. dieses Nike Crossbody oder was du da singst. Das erinnert mich voll an Dings. Das kenne ich irgendwoher. Okay, soll ich euch die einfache Version von dem Lied geben? Das ist eigentlich schon traurig. Das ist echt traurig. Wer schneller ist, gewinnt. Es geht rechter Fuß nach oben, linker Fuß rutschen, linker Drake. Fuß nach oben. Right foot up, left foot. Was ist das? Wie heißt das Lied? Pussy Slide. Ja. Aber ich hab's gesungen. Ich hab's aber gesungen, Alter, du Esel. Ich hab's gesungen. Ich hab gewonnen. Das waren die Spielregeln. Ich hab gewonnen. Ich bin der neue Weltmeister von Songs erraten. Google Translation. Ja, Rocky. Wir haben gewonnen, Rocky.
Ich kenne immer nur dieses Right Foot Up und dann dieser komische Tanz immer dazu. Nice. Wer hat denn jetzt gewonnen? Ich habe gewonnen. Oh, aber ich habe den Song. Mir egal, ich habe gesungen. Es ging Hälfte, ums Singen. Hälfte. Was Hälfte, Hälfte? Gleichstand. Lass doch die Menschen abstimmen. Okay. Oh, toll, wenn eher auf ihrer Seite sein. Also, wer hat das gewonnen? Hat Elf Freund? Hat Stefan? Hat er es erraten oder habe ich es erraten? So ihr Lieben, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Es hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Es war richtig witzig. Und schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr einen zweiten Teil davon haben wollt. Ich glaube, der Sebastian hinter der Kamera hat noch ein paar Songs auf Lager. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja. Und ansonsten, es war aber nicht lustig, war auch voll schwer, muss ich ehrlich sagen. Voll schwer. Also ich meine, so manche Zeilen, die jeder kennt, die kann man auch schneller raten. Aber sonst war es unnormal schwer. Leute, vergesst nicht, die Glocke anzumachen. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Schreibt einen Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. Tschüss.